Freude, Lüge und Einsamkeit haben wir jetzt noch. Alter! Ich wurde nicht gerade wirklich von... Hilfe! Puh, ich hab mich erschreckt. Freude? Man, hier ist keine Person. Das ist die Einsamkeit ist. Oder ist das die Lüge? Ich probier mal die Lüge. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ja. Okay. Dann müsste das jetzt... die Einsamkeit sein. Ist jetzt einfach mal ein Versuch, bevor ich jetzt hier ewig rumrätsel und eh nicht vorankomme. Und dann muss die Freude, the Golden Blood sozusagen, hier sein. Na komm, hopp hopp. Hopp oder hopp, das ist hier die Frage. Und das werden wir jetzt erfahren. Ah, das... Okay... Oder ist das die Einsamkeit? Die Lüge? Ich bin hier. Ich bin ja in dem Sägewerk drin. Ich bin einsam. Also, das ist vielleicht die Einsamkeit. Oder? Die Einsamkeit. Die Einsamkeit. Was hat hier? Silber war Einsamkeit. Und wenn das, das wäre das Überweis, dass die Lüge ist? Oh, ich habe jemanden getötet. Oder ist die tot? Vielleicht ist das der Hass. Das ist der Hass. Nee, ich will das Blatt. Finden das aus. So. Nein. Silber. Nein. Mann, diese Steuerung. Silbernes Blut. Jetzt. Okay, also was hatten wir jetzt hier gesagt? Der Hass. Warum sollte ich Hass? Ich vermute, soll das nicht vielleicht meine die Anna darstellen? Wir wissen es nicht genau. Deswegen probieren wir es ja aus. Ist jetzt auch bloß so eine Idee. Hass. Das ist der Hass, dann ist das... Was soll denn das dann sein? Die Freude auf keinen Fall. Warum sollte das hier die Lüge sein? Ist das vielleicht wirklich... Das kann wirklich die... Warte mal, doch, das kann die Freude sein. Freude... Dann ist das hier die Einsamkeit, ne? Silber war Einsamkeit. Und dann muss das andere die Lüge sein, weil... Warum sollte das die Lüge sein? Also wenn das nicht klappt, dann tausche ich noch das Weiße und das Silberne. Und danach bin ich verzweifelt. Nee. Okay, das war mir schon fast klar. Tauschen wir noch das andere. Also das ist der... Oder das ist der Tod. Nicht das ist der Tod. Das dort hinten ist der Tod. Das hier könnte doch auch der Tod sein. Ich tausche mal noch das hier. Hier war ich mir noch unschlüssig. Und wenn das auch falsch ist... Dann nehme ich nochmal alle raus. Das Blatträtsel. Wird er es hinbekommen? Das ist hier die Frage. Ja, war klar. Jetzt nehme ich
ich nochmal alle ab. Weil ich gerade so verzweifelt bin. Okay, wenigstens weiß ich jetzt alle Bedeutungen aus dem Kopf. Und ich hoffe, ich werde nicht wieder mit einer Dose beworfen. Was sollte das sonst sein? Ich weiß auch nicht, kann man hier irgendwie... Ja, eine Nische in der Wand eingeritzt. Ja, das weiß ich auch, dass dort etwas drin gezeichnet ist, aber irgendwie eine Beschreibung? Vielleicht... Alter! Nein, ich quatsche. Vielleicht... Das ist vielleicht die Freude. Das Sitzen am Lagerfeuer. Überall mal das hin, was wir als erstes denken. Mal sehen, ob das aufgeht. Okay. Wir fangen mal von hinten an. So, dann hoffe ich jetzt, jetzt ducke ich mich mal, weil ich das so toll finde. Ja. Okay. Also. Bildbeschreibung. Heft daraus, Klassenarbeit, Bildbeschreibung. Okay, also ich sehe eine Frau. Hinter, das ist wohl das Sägewerk. Hier diese Stufen und so, der Fluss, das ist sehr wahrscheinlich das Sägewerk. Was haben wir denn zur Auswahl? Die Lüge? Kann es sein. Der Tod ist es auf keinen Fall. Freude? Nein, dazu ist es hier zu rot. Einsamkeit oder Hass? Hassen wir diesen Ort? Ich glaube, den nehme ich. Das ist schwierig. Aber das hier kann jetzt. Wir probieren das mal als Freude. Also goldenes Blatt. Das goldene Blatt der Freude. Ja. Und das hier als. Als Tod. Knifflig, knifflig, muss man schon sagen. So, was haben wir denn jetzt noch? Einsamkeit, Lüge, Hass. Die Steine grinsen. Das ist wohl am ehesten der Hass. Hass war... Bronze. Dann ist das entweder Einsamkeit oder Lüge. Wir müssen bedenken, wir haben ja noch das dort hinten. Ich nehme das mal als Einsamkeit und das andere als Lüge, weil wir suchen ja Anna, wir wissen ja nichts. Und das Bild kann ja die absolute, ist ja die absolute Lüge, das ist ja nicht das, was ist. Tiefgründige Gedanken. Puh. Irgendwas, ja, du brauchst mehr Hinweise. Also hier bei Freude bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und dort bei Tod auch. Wir tauschen mal die beiden. Achso, ich dachte, das... Ich tausche mal die beiden noch und danach. Das ist so uneindeutig. Aber ich würde das schon als Lüge bezeichnen. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich bin mir ziemlich sicher.
Ich bleib mal bei meiner nächste These. Also Tod und Freude lasse ich. Aber Schnauze. Aber statt dass das der Hass ist, nehme ich das als Einsamkeit und das hier als Hass. Warum das der Hass sein soll, ist mir zwar selbst ein Rätsel, aber... Oder das Häuschen dort hinten ist der Hass. Ich tausche das Dreis jetzt so irgendwie miteinander durch. Also das probiere ich noch. Ich denke schon, dass das hier die Lüge ist. So, und wenn das jetzt stimmt, dann kriege ich bestimmt fürchterlich Angst, weil wieder irgendwelche lauten und abrupten Geräusche auf uns warten. Das finden wir alle nicht schön. Okay, jetzt tauschen wir die beiden noch. Ja, ist gut. Danach bin ich raus. Jetzt bin ich echt ratlos. Ich lese mir nochmal den Text durch.